einfach nur die Maus weg. In Palusa gibt es übrigens nur Essen, also da nur Wasser auffüllen und dann fertig. Wie voll ist dein Eisenschwert noch? Grüner Balken. Gut, weil meine beiden haben roten Balken. Ich hätte zwar noch ein Schildschwert, aber pff. Hast du noch das Eisenschwert mit Bann? Ja, mit Bann 3, aber es hat auch nur noch ganz wenig los. Wir nehmen schon wieder so lange auf, ne? Ja. Ich werde diese Folge kommt erst in 5 oder 6 Wochen. Ja, kann gut sein. Ich würde gerne, ehrlich gesagt, die Projekte, die ich momentan mit dir mache, machen mir richtig Spaß. Jedoch nehme ich mit dir eigentlich nur Projekte auf, die jeden vierten Tag kommen. Ich würde die gerne mehr öfter bringen, aber ich weiß nicht, wann ich das hochladen soll. Weil ich möchte mich gerne an meinen strikten Upload-Plan halten. Aber wenn ich dann irgendwie... ja... Ja, wir nehmen halt für die ganze Woche auf. Und wenn du irgendwann mal nicht weißt, was du hochladen sollst, dann halt lad einfach das hoch. Nee, ich habe ja immer was zum Hochladen. Ich habe ja einen strikten Upload-Plan. Es kommt ja jeden Tag Let's Play Minecraft, jeden zweiten Tag Adventure Map und dazwischen immer im Wechsel Hunger Games und Mindsy. Du kannst ja einfach jeden Tag, also jeden zweiten Tag eine Folge Mindset, jeden Tag, Dings Let's Play Minecraft und, jeden zweiten Tag Adventure Map. Ja, und was mit Hunger Games? Macht ja auch Spaß. Ja, das ist dann halt im Wechsel für Mindset. Ja, dann ist es doch so, wie wir es gerade haben. Nee. Du hast Mindset gesagt, jeden vierten. Ja, jeden zweiten Tag mit Hunger Games im Wechsel. Ist das gleiche. Meine, sie kommt jeden vierten Tag. Ach so. Also jeden zweiten Tag kommt Minecraft kommt jeden Tag da und dann, jeden Tag kommt eben entweder Adventure Map, Hunger Games oder Mindsy. Der Adventure Map kommt jeden zweiten Tag und Mindsy und Hunger Games dazwischen im Wechsel. Immer. Ja, also ich immer hab wieder. Auch Bock irgendwie Adventure Map zu zocken. Eine gute. Ja, weil ich und Lert haben jetzt gestern sogar noch eine Rätsel Map aufgenommen, aber die war erstens 2 Folgen kurz und zweitens war die so richtig undurchdacht. Also die war wirklich scheiße. Ich würde mich freuen, wenn wir mit dir mal ein Adventure Map aufnehmen könnten. Vielleicht sogar heute. Ja. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch Folgen. Ich würde mich freuen, wenn ich eigentlich alles mit euch machen kann. Solange theoretisch geht das. Solange, weil ich habe eigentlich allen Spaß am Minecraft mit. Weil ich spiele jetzt auf dem anderen Server, auf dem US-Server. Bin ich so weit gesunken, dass ich sogar jetzt mit koreanischen Clan immer spiele. Lol. Und mich dann auf Englisch unterhalte. Wir laufen gerade voll in die falsche Richtung. Das macht zwar auch richtig Bock. Aber es ist halt, Mit Clan ist irgendwie ein bisschen doof, weil da hat man gar nicht mehr so viel Spaß, weil gut spielen dann alle zusammen, aber da muss man auch im Clan, muss man relativ regelmäßig online sein, weil sonst, keine Ahnung, sonst zieht der ganze Clan weiter und dann bist du alleine irgendwo in der Pampa. Ja, das ist eigentlich, der Clan ist fast nie zusammen. Wir sind 40 Leute, das passt 40. Fast gar nicht auf den Server. Alter, 40 Leute. Ja, und wir sind eigentlich alle richtig gut PvP. Na cool. Was ist das? Ah, hier ist ein Dorf. Ist das Palusta? Das ist Palusta. Sneak, warte, lass mich vorgehen. Ich muss aber Wasserflasche auffüllen. Ja, wow, warte, cool, da ist so ein Dingens. Beacon-Block. Warte, kriegt man da auch Sachen? Ja, wir füllen ja aber nur Wasser auf und dann verschwinden wir wieder. Kein Essen, du hast doch auch gesagt, Essen holen. Nee, Essen haben wir doch genug. Und was wollen wir denn hier? Wasser auffüllen. Wow. Und jetzt nach David's Castle. Wo ist das? Minus 900. Warte, minus 900. Wir gehen jetzt erstmal minus 900. Warte, und Z, da kreuzen wir mal Z. Wir gehen erstmal minus 900. Das heißt, ich will es trotzdem markieren. 1420. Also können wir erstmal 1400 gehen, damit wir aus Palusta rauskommen. Diese Stadt ist so gefährlich. 1000 wie viel? Gehen wir jetzt erstmal? Wir gehen jetzt erstmal 1420. Okay. Weil hier ist eigentlich, wir haben richtig Glück, dass hier niemand ist. Hier ist eigentlich immer jemand. Und die sind auch nie alleine. Und auf Eis kann ich nicht kämpfen, weil Eis leckt irgendwie bei mir ein bisschen. Okay. Weil mit 10 FPS, wenn ich das Schwert schlage und mich jemand trifft, habe ich 10 FPS. Okay. Das ist dann nicht so toll.
Woran das auch immer liegt, ich habe keine Ahnung. Das kann darin liegen, Glas macht ja auch viel FPS runter und durch Eis kann man ja gleichzeitig durchgucken und nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ach ja. Zum Beispiel jetzt in dem Schnee, da habe ich auch wenige FPS, aber da habe ich mindestens 78. Außerdem kann ich auf Eis auch nicht so gut laufen und Bogenschießen, weil man da wegleitet. Ja, stimmt. Deswegen finde ich gut, dass der Norden, ich finde das richtig geil, dass der Norden ist ja fast Flatland. Und da hat jeder Computer eigentlich richtig viele FPS. Da habe ich, glaube ich, irgendwie 200 oder so. Aber das ist auch ziemlich fair, weil im Norden ist ja auch mehr gekämpft und ich finde, das ist ziemlich fair, dass da dann ja auch drin ist. Guck mal diesen Baum. Auf jeden Fall sehr schön gebaut. Ich finde das richtig cool, dass das ist alles hier von Hand gebaut. Alles. Ja, ich würde mal so, also sagen, so halb. Weil ich glaube nicht, dass es das eine Flatland-Map war, sondern es ist so halb. Ich glaube, es ist so halb per Hand gebaut. Ich glaube, das ist schon normaler Wald hier. Es war eine Flatland. Nee, doch, das glaube ich nicht. Komplett Flatland. Glaube ich nicht. Komplett Flatland. Ja. Dann müssten die hier bis hier oben über alles mit Erde aufgeschüttet haben. Ja, mit World Editor. Ja, aber trotzdem. So haben die Welt generiert. Das geht, also die haben die Grundwelt ohne die Gebäude innerhalb von, ich weiß nicht, irgendwie einer Woche oder einem Monat aufgebaut. Was? Mit so wenig? Das ist doch eine Riesenmap. World Editor, das ist richtig easy. Ja, ich weiß, aber nur eine Woche? Ich meine, sowas hier kann man ja nicht unbedingt so gut mit World Editor generieren, das muss man ja selber bauen. Doch, klar. Ja, aber man kann jetzt nicht sagen... Wir sind da. Ja, ich weiß. Warte, ich mach mal kurz den Wegpunkt weg. Hier ist niemand drin. Hier gibt's übrigens auch kein Wasser. Warte. Sag mal bitte, wie heißt die nochmal? Ich hab vergessen, den Namen zu sagen. Wie heißt die Stadt? Devil's Castle. Devil's Castle. Die ist auch gut für Rare Chests, soweit ich weiß. Aber wir haben heute voll wenig Glück mit Eisenschwertern. Aber richtig. Wahrscheinlich ist heute so ein Event, das weiß keiner und da gibt es kein Eisenschwert. Ach. Kann wirklich sein. Gestern war ein Event, was gut ist und heute ein Event, das schlecht ist. Ja, weil das andere zu gut war. Nein, ist das Kiste, warte mal. Ich räume mich aus, ich will rausräumen. Aber da waren auch wirklich gute Sachen bei. So. Bann 1, Rückschuss 1, Eisenschwert. Cool, ist das noch gut erhalten? Das ist 100 von 250. Das ist richtig gut erhalten. Soll ich dann mein 38 Eisenschwert wegwerfen oder soll ich das reparieren oder so? Reparieren. Okay. Also auf keinen Fall ein Eisenschwert wegwerfen. Okay. Habe ich jetzt ein unentschadetes, ne? Das weißt du. Ja. Okay. Eisenschwert nur eigentlich nicht repairen, wenn Band 2 oder mehr drauf ist, oder? Ja, genau. Ab Band 2 nicht mehr repairen, ne? Genau. Oder mit Band 2, okay. Gut. Ja, wenn du Band 2 hast, dann ist das schon eigentlich ein gutes Eisenschwert. Was bei Band 1 Rückschuss 2? Gibt's nicht. Nein? Okay. Nein. Es gibt keinen Rückschuss 2. Wirklich nicht? Okay. Mm-mm. Bogen, Steinschwert. Mensch. Das. Ich hätte den Sprung locker geschafft und dann dachte ich, ja, ich bin schon auf dem Block drauf, hab nicht mehr W nach vorne gedrückt, dadurch habe ich dann mich runtergefallen. Aber hab nur anderthalb Herzen Damage gekriegt und hab gerade wieder Dungeons. Redstone. Hier ist Redstone. Hier ist doch eine Tür, kann man noch, wenn man einen Button hat, kann man noch da was machen. Ja, aber was bringt Button. Das? Nee, ich habe erst keinen Button, was bringt das? Komm da runter? Bestimmt. Da kommen wir runter. Ja, cool. Ja klar, da sind bestimmt Truhen. Aber der Button hält ja nicht unendlich, von daher bringt das glaube ich nicht so. Ja. Nee, aber du kannst den Button halt platzieren und kannst da einmal rein. Ja, ich weiß. Nee, nicht einmal. Ich glaube, er hält irgendwie 4 Minuten den Button. Ach, dann hätte ich hier Zombie. Coole Sachen. Sag mal, ich will reingucken. Ich rausnehmen. Komm rein. Aber bitte kann ich das Eisenschwert, weil ich habe jetzt wirklich gar kein Eisenschwert mehr. Und das ist auch nicht so gut erhalten.
Granate, willst du die haben? Willst du die nicht? Nee, nehm einfach. Dann nehme ich. Ich hab noch drei. Ich hab nämlich noch einen freien Platz im Inventory. Ja, gut. Willst du deine Schuhe repairen? Meine sind voll. Bei mir fehlt ein Durability, also. Pff. Zu viel Aufwand. Zeitverschwendung. Warte, warum habe ich denn gerade so viel Platz im Inventory? Ich habe jetzt wieder zwei Plätze frei. Devil's Castle war ich aber auch noch nie. Hier gibt's sogar Store-Chests. Wie cool ist das denn? Warte, was ist da drin? Ein Apfel und eine Melone. Ah, cool, also findet man hier auch Essen. Ja, also das ist cool. Kakaobohne? Jupp, Kakaobohne ist auch gut. Warte, ja, also kann man hier auch Weizen finden für Cookies? Ja, kann man. Helf mir mal bitte, hier sind drei Zombies. Und ich kann mich nur um zwei kümmern gerade. Wo ist das andere da? Ach, nee. Ja, machst du, ne? Klar. Hast du Schaden bekommen? Nee. Also ich habe noch ein halbes Set nämlich schon vorhin, aber das kann ich gleich mit dem Cookie wieder auffüllen. Also, bringt's nicht. Hier ist kein Wasser. Hier ist kein Wasser, aber 50 Blöcke oder so ist Wasser. Ja, gut, dann. Obwohl, nee, nicht 50 Blöcke ungefähr. Sag, wenn du keine Wasserflasche mehr hast und nur noch 15 Wasser. Oh, ich habe ein Eisenschwert gefunden. Cool. Du meinst aufwässern? Ja, oder? Wie viel hat das Eisenschwert? Das hat 103 und meins hat jetzt gerade 138, das heißt, es wäre fast voll. Darf ich? Ja. Es ist keine Verschwendung. Jetzt also ist es aber voll. Obwohl, wenn jemand die addiert, ist es nicht voll, aber hinterher ist es voll. Okay. Volles Eisenschwert. Kann ich das nächste Eisenschwert haben, weil meins ist jetzt fast kaputt. Jojo. Oh, cool, Eisenschwert. Ja, aber jetzt haben wir aber Glück mit Eisenschwertern, das ist gut, das ist gut. Ja, jetzt passt das wieder. Wie viele Eisenschwerter hast du jetzt? Du hast eine, ne? Eins. Aber dafür muss ich die Granate. Nee, ich kann auch einen Stack Pfeile wegwerfen. Ich brauche keine 15 Pfeile. 15 Pfeile? Vier Stacks. Fünf Stacks. Fünf Stacks? Oh. Ich habe jetzt Stacks vier reichen. Stacks, die brauche ich eigentlich auch nicht. Also wenn gleich noch was ist, dann kann ich nochmal Pfeile wegwerfen. Ich gehe gerade hier oben zur Kiste. Hier bin ich vorhin runter. Ach, hier ist nichts Gutes drin, obwohl man die voll schwer erreichen kann. So, relativ schwer. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier Devil's Castle gemacht und jetzt verdursten wir oder so. Hier nee, aber nein, ich habe noch zwei volle Wasserflaschen, also ich verdurste erstmal nicht. Ja, ich habe auch noch zwei volle, aber ich habe auch nur noch zwei Wasser. Trink auch nur, wenn du wenn du noch ein Wasser übrig hast. Okay, aber dann nicht vergessen. Oh, cool. Hier oben ist ja auch noch eine Kiste, aber brauche ich auch nicht. Ist unnötig. Die Store-Chest ist... Was steht denn da oben? Click me for the clue. Nicht klicken. Warum? Was passiert dann? Keine Ahnung. Nicht klicken. Das ist ja aber cool. Ich habe Weizen gefunden. Cool. Aber ich habe einen Kakaobohne. Hast du Kakaobohnen? Ja, ich habe eine Kakaobohne. Dann werf die Kakaobohnen weg und nimm das Weed. Was? Nee. Doch. Ich habe eine Kakaobohne. Wir brauchen noch Kakaobohnen für Käse. Ja, werf die weg. Nein. Ja, aber wir brauchen erstmal Weed. Weed ist, Ja, nimm du das Weed und ich nehme Kakaobohne. Ich habe aber keinen Platz mehr. Ja, kann ich mir eben Platz schaffen, indem ich eine Melone wegwerfe. Oh nein. Ja, dann werf eine Melone weg. Wow. Wo ist denn das Weed? Oh, ich habe richtig viel Damage bekommen. Ich brauche Heilung. Come on, where are you? Ich komme. Okay. Also wir sollten am besten zum Wasser gehen, wenn wir noch 10 Durstlevel haben und keine Wasserflaschen, ne? 15 Durstlevel. Okay. Ein bisschen ist es doch nicht nur 50 Blöcke. 50 Blöcke war bei Fort Rockwood. Wo ist denn das Weizen? Das liegt bei den Essenskisten, da wo du gerade warst. Ja, ist so. Ach so, ja, okay, verstehe. Masshall. Ja, genau da. Ah, Weizen. Nein, nicht die Schüssel. Weizen. Öfen. Oh, schade. Zombie, hallo. Oh Mist. Hallo, Zombie. Hallo, wie geht's? Geht's dir gut? Ja, finde ich auch. Oh, er ist tot. Schade. Kann sich so schlecht mit denen unterhalten, wenn die mal sterben. Guten Tag. Guten Tag, ich bin der Warum ist er jetzt schon wieder tot? Folge mal, die sterben voll schnell. Hust. Voll schnell, genauso schnell wie ein normaler Zombie-Hust. Sterben voll schnell. Komm mal bitte zu mir. Ja, bin ab. Also, beschütze mich mal ein bisschen, weil, es ist jetzt das, was ich gesagt habe. Ich muss mich kümmern. Jo, okay.
Ihr seid wieder da, wir haben vorhin schon was besprochen. I should probably find water soon. Auf jedes Level. Ich glaube, ich vergesse gleich was zu trinken, deswegen sollte ich eigentlich jetzt gleich was trinken. Ich frage ihn gleich wieder, wer da ist. Zombie absnipen. Zombie absnipen? Soll nicht absnipen. Ja. Ja, okay, so, also ich bin wieder da. Können wir kurz die Aufnahme unterbrechen? Ganz kurz. Ja, also hier mit Lockout oder ohne? Ohne, ne? Mit Lockout, aber außerhalb. Okay. Also, mit außerhalb, okay. Oh, gut, gut, gut. Also dann mach einfach einen kurzen Cut, weil meine Eltern wollen jetzt, dass ich kurz esse. Gut. Dann würde ich auch mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüssi!